Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video und einer neuen Folge. Ihr seht, was ich hier alles so aufgetischt habe, und zwar die Black Cobra, dann die Honey Badger von Funke. Ebenfalls von Funke habe ich hier die Titanschlag Blau, dann hier von Gao Knallmaschine, so ein D-Böller, so ein neuer. Dann Funke Screenshots, richtig, richtig nice. Dann haben wir hier noch die Vortex Salutes von Pyroland, gibt's Crackling Beam. Dann haben wir noch eine schöne Knallkette von Vulkan, Mandarin Cracker 90 Schuss. Dann ein paar Raketen. Wir haben hier eine Silberblitzrakete von Funke, Scream Rocket 2, ebenfalls von Funke. Und eine größere Rakete mit Silbercracker Crackling Aufstieg. Die ist auch von Funke und auch eine Neuheit. Dann haben wir hier eine Knallkette Centipede. Ihr merkt schon, Leute, ich habe nur Premium Stuff für euch aufgetischt heute. Eine Knallkette. Dann haben wir hier die Todesfee, die Benji mit 222 Schuss. 5 Batterie. Wir haben hier Pyroland Rauch, Battle Smoke. Hier noch ein Battle Smoke Rot, Grün und auch den. Und auch ein Power Split, ein Rauch, der aus beiden Seiten rauskommt. Und dann zum Schluss natürlich eine riesen Celebration Cracker. Alles legal, 2 Feuerwerk. Denn das ist eine Neuheit von Zina Feuerwerk. Zehner Feuerwerk, Knallkette mit Schwarzpulver. Anfangen tun wir jetzt mit den Black Cobra. Die hat nicht gezündet, also nochmal. Weiter geht es mit den Gao D-Böllern. Das war nix. Fehlzündung. Warten wir mal ein bisschen, bis die Zündschnur hier schön verglimmt, und dann. Ich würde sagen, richtige Rotzböller. Knallt nicht ein einziges Mal. Gau, so geht's nicht. Das ist Feuerwerk, das muss knallen. Weiter geht es mit den Funke Titanschlag Blau. Gleich noch einen hinterher. Jetzt die Funke Honey Badger. Alter, die drücken, kann ich nur sagen. Mega heftig, muss ich sagen. Ja.
mega krasse Teile. Funke Honey Badger gleich noch ein. Jetzt machen wir weiter mit dem der Vulkan Mandarin 90 Schuss. Und weil es so schön war, gleich die nächste Knallkette, die Centipede. Richtig, richtig nice. Ja, ihr habt es ja gehört. Centipede Knallkette, mega. Die ist echt lauter als gedacht. Super Teil, hier gibt es eine Kaufempfehlung von mir. Jetzt machen wir weiter mit den Crackling Beam vom Pyroland. Ja, das ist also ein neuartiger Kanonenschlag von Pyroland. Crackling Beam, hier ist kein Schwarzpulver enthalten, was den Kubi zum Knallen bringt, sondern crackligen Sterne. Heftigst, ich sag's euch, ultra geil. Juhu. Das ging ab. Mega krass wirklich, Leute. Jetzt geht's gleich weiter mit der Benji, der Todesfee. 222 Schuss. Richtig geil, habe ich vom Penny gekauft. Ja, schieß mal diese Box mal. Das ist eine richtige Krawallbox. Mega, mega nice. Super schnelle Schussfolge. Ja, Leute, es geht weiter mit etwas Rauch. Und zwar der Battle Smoke 38 von Pyroland in der Farbe Rot. Einfach hinstellen. Hinstellen, nicht hin. Weiter weg, weiter weg. Hier am besten so. Mega nice die Farbe, die Rauchentwicklung. Super.
Weiter geht es mit dem Power Split 38 von Vogeland. Raucht aus beiden Enden. Wieder mit Reißzügen. Jetzt machen wir nochmal Rauch, der Bullet Smoke 38. So, übrig geblieben sind jetzt hier noch die Vortex Salutbombenrohre, auch Screamshot Salut mit Pfeifaufstieg, am Ende natürlich der Celebration Cracker. Und jetzt machen wir mal die Salutraketen von Funke. Jetzt haben wir hier quasi die Salutraketen von Funke und erstmal die Silberblitzrakete. Richtig heftig für das Kleine. Und ja, wir machen gleich weiter mit der Scream Rocket 2. Leute, es ist unfassbar, dass jetzt ein F2 zugelassen ist. Es sind so geile Sachen, dass jeder Pyro sich jahrelang gewünscht hat. Endlich erhältlich. Mega. Wir machen weiter mit der Salutrakete mit Silbercrackling Aufstieg. Jetzt kommt nochmal der Battle Smoke 38 und zwar in der Farbe Grün. Kannst. Ja Leute, das ist eine mega coole Farbgebung. Sehr intensiv. Sehr intensiver, schöner, dichter Rauch.
Jetzt gibt es einen kleinen Vergleich, und zwar gibt es hier die Scream Shot, die Screamshots von Funke und die Vortex Salute Shots. Ich zünde jetzt so einen Vortex, dann so einen Scream Vortex und nochmal so einen Scream Teil, dass ihr auch einen schönen Vergleich habt, wie die so sind. So, jetzt der Screamshot. Jetzt noch mal ein Vortex. Und jetzt zum Schluss noch mal einen schönen Screenshot. Ein kleines Zwischenfazit, also diese Bombenrohre sind wirklich genial. Ungefähr so laut wie ein Flashbang. Nur halt hier mit Silberschweif und einmal mit Silberschweif und Pfeifaufstieg. Mega nice. Und jetzt, Leute, das Ende dieser kleinen schönen Böllerei. Der Selection Cracker von Zehner. Viele haben es erwartet. Richtig, richtig geil. Knallketten ist mein Lieblingsfeuerwerk. Deswegen gibt es das Teil jetzt. Nochmal zur Info, ist F2 alles legales Feuerwerk. Mit Schwarzpulver, dieses Jahr eine Neuheit. Also, jetzt habe ich ihn mal ausgepackt, diesen Celebration Cracker. Das ist im Prinzip eine riesige Knallkette, die man ausrollen muss. Das funktioniert halt so. Man wickelt das aus und rollt das dann halt hier so aus. Mehr oder weniger. Ich sag's euch, so ein geiles Teil. Absolute Kaufempfehlung. Hyper geiles Teil. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat diese kleine Böllerei gefallen. Und ja, abonnieren ist kostenlos, wenn ihr weiter solche schönen Videos sehen wollt. Ja, so, Leute, muss das aussehen. Richtiges Schlachtfeld nach so einem Celebration Cracker. Nach so einer mega Böllerkette. Einfach unfassbar. Und natürlich nicht zu vergessen, Leute, wir machen natürlich alles sauber hier mit so einem feinen Besen, Leute. Also, wir lassen hier keinen Müll liegen. Ist schon halb kaputt.